So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16, der Karrieremodus mit RB Leipzig. Mein Name ist David, ich begrüße euch wieder recht herzlich. Ich habe wieder die Spielerentwicklung gemacht und ich habe das Ganze diesmal simuliert. Und unbeschreiblicherweise haben wir Ødegaard auf 71 bekommen. Das ist der Wahnsinn. So, Sabitzer wollte ja mal wieder spielen. Heute steht also das Pokalspiel an. Wir werden mal weiter vorsimulieren. So, da haben wir das. Neues aus England, das interessiert uns nach wie vor erstmal nicht. Oder wir schauen mal rein. Detaillierte Info, da ist noch nichts. Gut, dann lassen wir das erstmal so sein und wir starten hier in das erste DFB-Pokalspiel gegen 1860 München. Wir sind wieder zu Gast in der Allianz Arena und ich bin gespannt, wie wir das spielen werden. Ja, willkommen in der Allianz Arena. 1860 München empfängt also RB Leipzig hier im DFB-Pokal. Ich werd bekloppt, ich möchte die Runde auf jeden Fall überstehen. Ich möchte am liebsten ins Finale einziehen, ich möchte am liebsten den DFB-Pokal gewinnen mit RB Leipzig. Aber das wird schwierig, Anstoß hier im Pokal. Dominik Kaiser, Juri Thielemans, Bruno, Kaiser, Sabitzer, der ja unbedingt spielen wollte, Selke. Bleibt der Sieger, Selke. Und da wieder gefoult und jetzt gibt es hier den Freistoß. Wir hätten schon den ersten Freistoß mitnehmen können und hier tut sich direkt die erste Riesenmöglichkeit für Juri Thielemans auf. Juri Thielemans. Und der ist zu hoch, das gibt's doch gar nicht. Ein bisschen tiefer und Juri Thielemans hätte den verwertet. Schade. Den hätten wir machen müssen. Kopfballduell gewinnt Leipzig da im Mittelfeld. Selke, der setzt sich da wunderbar durch. Sieht Forsberg auf der linken Seite. Forsberg bringt die Flanke rein. Bruno 1:0 im DFB-Pokal. Was für eine wunderschöne Flanke da von Forsberg auf Bruno. Und der macht den ins Tor. Schauen wir nochmal drauf. Schön durchgespielt von Selke. Die Flanke von Forsberg. Der Kopf von Bruno. 1:0 also. Massimo Bruno. In der 8. Minute 1:0 hier. Wunderbar, 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 wunderbar. 1860 also im Hintertreffen. Nach 8 Minuten klingelt das hier für Leipzig. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Jetzt nachsetzen, nicht aufhören. Stahl, Wittek. Adlung, nicht gegen Thielemans. Der Ball geht dann nach vorne auf Sabitzer. Kaiser zurück auf Sabitzer. Der spielt den rein, der ist zu weit, aber da kommt von hinten Forsberg angerannt. Und der legt sich da ein bisschen zu weit nach hinten und der Ball geht über das Tor. Das gibt's doch gar nicht. Das hätte hier das 2:0 sein können. Nicht nachlassen, die Tore machen. Acosta, Bülow, Kagelmacher, Adlung, Stahl, immer noch Adlung, bleibt da erstmal Sieger, setzt sich da durch, der Ball zurück auf Adlung, jetzt geht der Ball nach durch auf Heim. So, Leipzig hat den Ball wieder, aber der Pass war nicht gut von Selke aus der Drehung. Ja, schnelles Passspiel hier bei 1860. Der Pass kommt da durch. Hein legt ihn rein. Adlung kann den noch aufs Tor bringen. Aber Kulasi hat das erahnt. Forsberg. Thielemans. Durch auf Emil Forsberg. Der sieht da vorne schon Sabitzer laufen. Der geht da mal rein. Thielemans wollte den Ball durchlassen, aber das war zu leicht durchschauen. Klaasen. Und der Ball geht ins Aus. Einwurf hier für Leipzig. 29 Minuten gespielt. Die Führung für Leipzig verdient, möchte ich meinen. Thielemans.
Kaiser raus auf Bruno. Der mit der Hacke durch auf Selke. Was machst du denn da? Nimm den doch richtig. Schade, schade, schade. Die Möglichkeiten hier für Leipzig und sie lassen wieder alles liegen, was nur geht. Juri Thielemans geht da mal Richtung Strafraum. Sabitzer setzt sich durch. Sabitzer, Eichner im Tor, hat den. Wieder mal nicht richtig platziert da. Aber jetzt hier 1860, Hein. Gegen Eihahn, rückt da von hinten in die Beine im Angriff. Das gibt's nicht, das müsste eigentlich eine klare rote Karte sein. Und es gibt hier nur die gelbe Karte. Stefan Hein in der 37. Minute. Also für meine Begriffe war das rot. Selke. Sabitzer rüber auf Forsberg. Der bleibt da erstmal Sieger. Legt ihn nochmal rein auf Selke. Selke steckt ihn da durch auf Kaiser. Kaiser legt runter auf Sabitzer. Und dann steht's 2 zu 0. 43 Minuten gespielt. RB Leipzig macht hier die zweite Bude. Wunderschöner Spielzug da. Gut gesehen von Kaiser. Und schön gemacht von Sabitzer. Das sieht nach einem ganz klaren Sieg aus für RB Leipzig im Pokal. Die erste Halbzeit ist fast vorbei und es steht 2 zu 0. Was kann 1860 denn jetzt noch entgegenbringen? Klaasen hier über die rechte Seite. Forsberg bedrängt ihn da. Bülow. Kagelmacher. Schöner Ballverlust da, aber der Ballgewinn und der Pass da von Selke nicht genau auf Sabitzer. Einwurf hier für 1860. Bülow da mit Annahmeprobleme. Acosta. Wittek. Kaiser setzt nach, bekommt den Ball und dann geht's aber dennoch in die Halbzeit mit einer Führung. 2 zu 0 für Leipzig. So, und das Kuriose jetzt an der Sache ist, wir spielen in der Allianz Arena und FC Bayern spielt ja auch in der Allianz Arena. Wieso spielen die zu Hause? Das ist ja total unlogisch gerade. Fehler da von EA beim Programmieren im Karrieremodus. Wahnsinn. Okay, schauen wir trotzdem mal auf die Halbzeitergebnisse. Der FC Augsburg steht 0 zu 0 gegen Werder Bremen da. FC Bayern spielt 1 zu 1 gegen Hertha momentan. Und Hannover 96 0 zu 0 gegen den Karlsruher SC. Und wir gehen hier in die zweite Halbzeit in der Allianz Arena. Irgendwo müssen ja auch noch die Spieler vom FC Bayern rumlaufen. Aber okay, schauen wir mal, wie die zweite Halbzeit hier läuft. Adlung von 1860 hat den Ball und geht da durchs Mittelfeld total einfach. Stahl, Adlung wieder am Ball. Thielemans passt auf. Kaiser sieht vorne Sabitzer stehen. Sabitzer, der läuft, der sieht unten Bruno laufen. In der Mitte ist Selke und der kann den Ball nicht richtig annehmen. Gibt's denn sowas? Eihahn. Ja, der Ball war nicht gut da. Jetzt hinterher Halstenberg. Hinter Klaasen macht Halstenberg sehr gut. Eihahn. Kaiser. Thielemans. Schön zurückgespielt auf Thielemans. Ah, der kommt nicht gut. Der Nachschuss, die Möglichkeit hier durchgesteckt. Sabitzer macht das ganz cool und eiskalt. Geht da an der Abwehr vorbei. Aber überlegt dann vielleicht ein bisschen zu lange, aber hat den richtigen Gedanken. Und schon steht es dann 3 zu 0, zwei Tore macht Sabitzer hier. Ah, 1860 hier mit Problemen. Sabitzer wird da von den Beinen geholt und dann gibt es hier den Freistoß. Wir haben jetzt mal die Möglichkeit, den Wechsel zu machen. Sabitzer hatte die überragende Partie gerade gespielt. Yusuf Paulsen darf ins Spiel. Selke darf auch raus. Ødegaard kommt dafür ins Spiel.
Und Demme darf auch mal wieder spielen für Tielemans. Das sieht hier ganz klar nach einem Sieg aus. 3 zu 0. Also machen wir den Wechsel perfekt. So, was gibt's jetzt? Die gelbe Karte für das Foulspiel von Alonso Acosta. Wir hätten jetzt zwar nochmal die Möglichkeit gehabt, hier mit Tielemans den Freistoß zu machen. Das hätte ich vielleicht ein bisschen eher überlegen müssen. Aber Dominik Kaiser ist ja auch noch da. Und der kann das ja bekanntlich auch. So, schauen wir mal. Ah, der kommt nicht gut. Ein bisschen zu flach. Demme, mittlerweile auch im Spiel. Paulsen. Klostermann. Bringt ihn da in die Lücke. Bruno kann den nicht ganz verarbeiten. Wo ist denn hier die nächste Anspielstation? Da ist Paulsen. Da ist Paulsen, aber Eichner hat den. Paulsen darf hier nochmal die letzten 30 Minuten spielen. Vielleicht hat Paulsen ja auch nochmal Glück und trifft das Tor hier heute nochmal. Da kommt der Pass rein auf Paulsen, aber der Verteidiger da und kann den abfangen. Die Rama ist auch wieder im Spiel. Stahl, Acosta. Bülow rüber auf Degeneck. Kagelmacher. Ah, der war nicht so gut gespielt, der von Kagelmacher, aber das geht alles noch klar. Adlung. Stahl bleibt der Sieger. Akoti. So, Forsberg. Runter, durch, auf, Ödegaard, Ödegaard, Ödegaard geht da vorbei, eiskalt, Ödegaard, 4 zu 0. Was für ein Transfer von Ödegaard, was für eine Einwechslung von Ödegaard, was für ein Spielzug von Ödegaard, Wahnsinn. Schöner Pass von Paulsen, Ödegaard geht da locker flockig vorbei und behält die Nerven, macht hier das 4 zu 0. Das Ding ist durch für 1860. Das werden sie nicht mehr aufholen können. Nach 77 Minuten steht es hier also 4 zu 0. Brandowski. Stahl. Acosta. Stahl. Lienel. Nochmal rein auf Adlung. Der Ball kommt gut. Stahl schießt. Kulasi ist da, wenn man ihn braucht. Forsberg. Demme. Ødegaard verliert er den Ball, holt sich den Ball wieder, sieht Paulsen schon laufen. Der Ball kommt gut. Yusuf Paulsen, Paulsen macht den nicht. Ah, Paulsen. Alle machen hier das Tor, nur Paulsen macht es nicht. Ødegaard. Bruno rüber. Paulsen holt sich hier den Ball. Setzt sich da durch gegen Rama, verliert er den Ball aber leider. 89. Minute, Einwurf für Leipzig, das Ding ist durch. Wir ziehen also eine Runde weiter. Ah, der Pass war nicht gut da. Kagelmacher fängt den ab. Bruno setzt sich da auch nicht durch. Wittek. Rama, Stahl. Rama wieder am Ball, Kaiser dazwischen. Bruno, und dann ist Schluss. Wir gewinnen hier den DFB-Pokal. Die erste Runde, das erste Spiel mit einem 4 zu 0 zeigen wir hier unsere Klasse, unsere Stärke. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Ein paar schöne Tore haben wir auch gesehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wen haben wir denn im nächsten Pokalspiel? Augsburg zieht eine Runde weiter, die Bayern eine Runde weiter und Hannover 96, Karlsruhe SC. Das Spiel läuft noch, da sehen wir also nicht das Endergebnis. So, im Büro Turnierpreisgeld für die Runde, zusätzliches Transferbudget 268.000. Wunderbar, jetzt würde ich aber gerne mal wissen, wen haben wir denn jetzt in der nächsten Runde im Pokal. Schalke trifft also auf den FC Bayern im Achtelfinale, Sandhausen auf Ingolstadt. RB Leipzig trifft auf Augsburg. Okay, okay, okay. Wir treffen also auf Augsburg. Das wird schon eine schwierigere Partie. Arminia Bielefeld gegen den SC Freiburg im Achtelfinale.
Freiburg hat es echt geschafft. Ich bin ja so schlecht in der Liga. Dann ist Leverkusen noch weiter gegen Hannover 96 das Spiel. Der MSV Duisburg trifft auf den VfB Stuttgart. Borussia Dortmund trifft auf Heidenheim. Und die Gladbacher treffen hier auf Mainz 05. Wunderbar. So, in der Liga sieht es also wie folgt aus. Auf Platz 1 sind wir RB Leipzig. 11 Spiele, 7 Siege, 3 Unentschieden, eine Niederlage leider schon. 17 Tore erzielt, nur 4 Tore kassiert. Liga-Bestwert momentan, super. 24 Punkte, das heißt, wir haben 5 Punkte Vorsprung vor den Karlsruher SC. Gut. Dann sind wir auch da wieder durch. Wir werden jetzt hier mal noch ein bisschen vorsimulieren bis zum nächsten Spieltag. Wir haben aber jetzt erstmal hier noch einen Abschlussbericht. Den können wir uns ansehen. Abschlussbericht. Aktuelles aus Spanien. Nationaltrainerangebot Neuseeland. Wir schauen mal hier auf den Abschlussbericht von Collect. Oder wie man den ausspricht. Charlie Collect. Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wo ist er denn? Da ist er, ja. Wie sieht das hier aus auf der Leihliste? Ja, der sieht jetzt nicht so gut aus. Den habe ich mal beobachten lassen. Zufrieden, spielbereit. Gehalt ist nicht so hoch. Aber die Einschätzung scheint mir jetzt nicht so gut zu sein. Dann haben wir hier noch Ruben Loftus-Cheek. Auf Leihliste, ja, sieht auch nicht so überragend aus. Bin ich mir noch nicht so sicher. Bericht ist also vollständig, aber naja, ich weiß es nicht so genau. Aktuell ist aus Spanien auch erstmal uninteressant. Wir werden ja noch einen Tag vorsimulieren und dann kriegen wir wieder eine Nachricht im Büro. Und das geht ja hier Schlag auf Schlag. Schauen wir mal rein, was die kommende Partie angeht. Martin Ødegaard, was die kommende Partie angeht. Ich habe die geplante Aufstellung fürs nächste Spiel gesehen und festgestellt, dass ich auf der Bank sitze. Ich habe in letzter Zeit gut gespielt und würde gern weiterhin eingesetzt werden, Trainer. Ja, ich habe ja die Aufstellung noch gar nicht bearbeitet, also bleib mal bitte ganz locker, denn wir müssen sowieso erstmal wechseln hier. Paulsen schon 73. Wahnsinn. Bruno 76. Selke hängt noch bei 73 oder hatte der schon mehr? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ødegaard geht Steiner oben 71. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Eihahn darf erstmal wieder raus. Orban darf dafür wieder spielen. Ja, das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Sabitzer und Selke bleiben erstmal draußen. Der Rest, der passt soweit. Ja, gut, das lassen wir erstmal so. Klostermann spielt. Teigl ist erstmal draußen. Gut, dann haben wir die Aufstellung für das nächste Spiel also fertig. So, das nächste Spiel ist dann gegen Heidenheim, glaube ich. Und genau so ist es also. Wir empfangen zu Hause Heidenheim. Und wenn ihr das Spiel wieder sehen wollt, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt FIFA 16, der Karrieremodus mit RB Leipzig. Ich sage ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Vergesst den Daumen wieder nicht. Tschüss! Hey, I can't take it back, look where I'm at. We was OG like DOC, remember that? My TOC was quite OD, ID my facts. Now POV of you and me, similar Iraq. I don't hate you, but I hate to critique, overrate you. These beats of a dark cart use bass lines to replace you. Take time and erase you. Love don't hear no more, no, I don't fear no more, but it